Der Neubau ist von 1850 im Rahmen der Eingemeindung von 34 Vorstädten innerhalb des Lienenwalds bis 1861 der sechste Gemeindebezirk. Basis der Eingemeindung im Jahre 1850 sind das provisorische Gemeindegesetz vom März 1849 und die provisorische Gemeindeordnung vom März 1850. Das provisorische Gemeindegesetz wird mit kaiserlichem Patent vom 17. März 1849 erlassen. Mit Kundmachung vom 20. März 1850 wird die Verordnung des Ministers des Innern vom 9. März betreffs der provisorischen Gemeindeordnung der Stadt Wien bekannt gegeben. 1861 wird Margarethen vom 4. Gemeindebezirk Wieden abgetrennt und als selbstständiger 5. Gemeindebezirk eingerichtet. Das führt zu einer Änderung der Nummerierung der Wieden und Margarethen im Uhrzeigersinn folgenden Bezirke. Mariahilf wird vom 5. zum 6. Gemeindebezirk und Neubau vom 6. zum 7. Gemeindebezirk und so weiter. Der Bezirk Neubau wird begrenzt. Im Norden von der Josefstadt, 8. Bezirk, Bezirksgrenze ist die Lerchenfelder Straße. Im Osten von der inneren Stadt, 1. Bezirk, Grenze die Zweierlinie, die der Ringstraße vorgelagert ist. Das Video zeigt uns die Wiener Ringstraße vom Beginn der Schleifung der Stadtmauer 1858 bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Im Süden liegt Mariahilf, 6. Bezirk. Die Bezirksgrenze bildet die Mariahilfer Straße. Und im Westen liegen Rudolfsheim 5haus, 15. Bezirk und Otterkring, 16. Bezirk. Diese Grenze bildet der Neubaugürtel und der Lerchenfelder Gürtel. Neubau liegt auf dem Gebiet zwischen der Senke des heute kanalisierten Otterkringer Bachs und dem Höhenrücken der Mariahilfer Straße. Der Otterkringer Bach verläuft ursprünglich im Gebiet der heutigen Lerchenfelder Straße bzw. Neustiftgasse und dient der Vorstadt St. Ulrich zur Wasserversorgung und Abfallentsorgung. 1850 wird der Bezirk Neubau aus den 4 Vorstädten Schottenfeld, Neubau, St. Ulrich und Spittelberg gebildet. Bereits 1850 wird ein kleiner Teil von Alt-Lerchenfeld mit der Pfarrkirche dem Gemeindebezirk Neubau zugeschlagen. 1862 kommen Teile von den ehemaligen Vorstädten Mariahilf und Leimgrube dazu. Im 18. Jahrhundert wird mit der Besiedlung der Gegend begonnen. Im Hinblick auf die geografische Lage zwischen Fluss und Steilhang war alles beengt, verwinkelt, die Gassen finster. Vorübergehend im Besitz des Religionsfonds erwirbt 1799 die Stadtgemeinde Wien den Magdalenengrund. Nun zu den Vorstädten. Den größten Bezirksteil nimmt im Westen die ehemals selbstständige Gemeinde Schottenfeld ein. Begrenzt wird der Bezirksteil Schottenfeld im Westen vom Gürtel, im Süden von der Mariahilfer Straße. Die östliche Grenze bilden Andreasgasse, Hermanngasse, Burgasse und Zieglergasse. Den nördlichen Grenzverlauf bildet die Bernhardgasse. Bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts befinden sich hier ausgedehnte, dem Schottenstift gehörende Felder.
Ursprünglich ist Schottenfeld ein Teil des sogenannten Oberhofs bzw. St. Ulrichshofs. 1629 übernimmt das Schottenstift das Lehen über den Oberhof. Die groß angelegte Verbauung der Schottenäcker beginnt ab 1719. Das Schottenstift ist aufgrund finanzieller Probleme gezwungen, die Felder zu parzellieren und zu verkaufen. 1777 wird Schottenfeld von Neubau-Neustift abgetrennt und zu einer eigenen Vorstadt erhoben. Das Wappen von Schottenfeld zeigt einen Schottenpriester vor silbernem Hintergrund und auf grüner Wiese. Der Bereich zwischen Schottenfeldgasse, Lindengasse, Neubaugasse und Burggasse wird im Volksmund als Brillantengrund bezeichnet. Der Hintergrund: Auf dem Schottenfeld siedeln sich viele von Josef II. Aus Süddeutschland und Görz berufene Einwanderer an, die die Erzeugung von Seidenzeug und Sand fabrikmäßig betreiben und Wohlstand in die Gegend bringen. Gerhard Bronner und Helmut Qualtinger verewigten den Brillantengrund in ihrem Lied »Die Engelmacherin vom Diamantengrund«. Die Schottenfelder Kirche wird zwischen 1784 und 1786 unter dem Schottenabt Benno Pointner nach einem Entwurf des Stiftsbaumeisters Andreas Zach im barock-klassizistischen Stil erbaut. Sie liegt heute an der Westbahnstraße Ecke Zieglergasse. Der Apollosaal ist ein Vergnügungsetablissement am Schottenfeld. Der Apollosaal befindet sich in einem unscheinbaren einstöckigen Haus, heute im Bereich Zieglergasse 15. Errichtet von Sigmund Wolfson 1807 und eröffnet 1808. Der Feenpalast von Brillantengrund, wie die Apollosäle vom Volk genannt werden, ist prächtig ausgestattet, kann bis zu 8000 Personen aufnehmen und ein Orchester von bis zu 60 Mann. Am 7. März 1810 besucht Franz I. in Begleitung seiner Tochter Marie-Louise den Apollosaal. Infolge der Finanzkrise 1811 geht Wolfson 1812 in Konkurs und stirbt 1852 in ärmlichen Verhältnissen. Der österreichische Staatsbankrott von 1811 ist die Folge der Napoleonischen Kriege. 1819 kauft der Zuckerbäcker Johann Baptist Höfelmeier den Apollosaal, verkleinert ihn und macht ihn nach dem Wiener Kongress zum Schauplatz großartiger Festivitäten. 1839 gründet Wenzel Franz Mareda mit 7 weiteren Wiener Seifenziedern die erste Wiener Seifenzieder-Gewerksgesellschaft, erwerben den ehemaligen Tanzsaal und gründen die Apollo-Kerzenfabrik. 1876 brennt der Betrieb ab. Die Brandruine wird abgetragen und auf dem Grundstück entstehen Miethäuser. Eine spezielle Würdigung gebührt Ludwig Wilhelm Mautner. 1836 beendet er als Regimentsarzt seinen militärmedizinischen Dienst. 1837 eröffnet er in seinem Haus in der Kaiserstraße 49 ein Privatkinderspital. Es war das erste im deutschsprachigen Raum. 1848 verlegt er seine Kinderklinik von der Vorstadt an den heutigen Standort des St. Anna Kinderspitals. Neubau wird eingegrenzt westlich vom Schottenfeld und östlich von St. Ulrich. Die westliche Grenze bilden Andreasgasse, Hermanngasse, Burggasse und Zieglergasse, die südliche Grenze die Marie-Hilfer-Straße. Die östliche Grenze gegen St. Ulrich bilden die Zollergasse, die Mondscheingasse, die Kirchengasse und die Kellermanngasse. Die Lerchenfelder Straße schließt das Gebiet gegen Norden ab. 1693 wird der westliche Teil von St. Ulrich von der Grundherrschaft als eigenständiger Ort Neubau abgetrennt. Das Wappen vom Vorort Neubau symbolisiert mit größter Wahrscheinlichkeit die Abwehr und den Sieg bei der Türkenbelagerung.
Die älteste Ortschaft im Bereich des Otterkringer Baches ist das erstmals 1202 urkundlich erwähnte Zeismannsbrunn. Von hier geht die Besiedlung des heutigen 7. Bezirks aus. Im 1211 stiftet der Stadtrichter Dietrich, ein Günstling Leopolds VI., eine dem heiligen Ulrich geweihte Kapelle. Im Laufe der Zeit geht der Name von der Ulrichskirche auf die umgebende Ortschaft über. Dietrichs Erben verkaufen die Grundobrigkeit an den Ritterbürger Greif bei Maria am Gestade. 1302 tauscht das Schottenstift die Patronanz von Maria am Gestade mit demjenigen von St. Ulrich. Die Vorstadt entsteht aus drei Besitzkomplexen mit drei Eigentümern. Neudeckerlehen im Bereich des Bistums Passau, Oberhof im Besitz des Landesfürsten und die Umgebung der Ulrichskapelle im Besitz des Schottenstifts. geht das Neudeckerlehen 1629 der Oberhof in den Besitz des Schottenstiftes über. Aus diesen drei Grundkomplexen gehen neben St. Ulrich auch Neubau und Schottenfeld hervor. Bereits um 1314 ist die Gegend um die St. Ulrichskapelle dicht verbaut. Sowohl 1529 bei der ersten Türkenbelagerung und 1683 während der zweiten Türkenbelagerung wird die Siedlung weitgehend zerstört. Kommen wir abschließend zum Spittelberg. Um 1525 besitzt das Bürgerspital Äcker und Weingärten in der Nähe von St. Ulrich. 1675 beginnt Sigmund Freiherr von Kirchberg, die Ländereien zu parzellieren und an Zuwanderer zu verpachten. Aufgrund der vielen Kroaten und Ungarn, die sich hier ansiedeln, wird der Spittelberg volkstümlich Krovotendörfel bezeichnet. Während der zweiten Türkenbelagerung 1683 wird die Gegend schwer in Mitleidenschaft gezogen. 1693 erwirbt das Bürgerspital von den kirchbergerischen Erben die Grundherrschaft über das Krovotendörfel, das seitdem den Namen Spitalberg führt. Um 1800 bürgert sich der Name Spittelberg ein. 1795 übernimmt die Stadt Wien die Grundherrschaft. Die Stadt Wien setzt die Parzellierung fort. Kleine, enge Häuser werden platzsparend aneinandergereiht. Es entsteht eine dicht aneinandergedrängte Ansammlung von Häusern. Ende des 18. Jahrhunderts entsteht in diesem dunklen Reich eine rege Rotlichtszene. Die volkstümliche Bezeichnung für die Gegend Venusberg. Um 1800 sind ca. 50% der Häuser als Animierlokale deklariert. 1850 kommt der eigenständige Ort als Teil des 9. Bezirks Neubau zu Wien. Eingesäumt von drei verkehrsreichen Straßen findet sich nicht weit von der Sitte entfernt eine romantische Idylle. Enge Gassen, gesäumt von großen Häusern, echter Biedermeier. Huren, Dirnen, Zuhälter, Strizis prägen das Gesellschaftsbild. Durchmischt von Adeligen, Bürgerleute und Hofbeamte, die das billige Vergnügen suchen. Aufgrund der Höhenlage des Spittelbergs beginnt von hier aus 1683 Kara Mustafa mit 24 Kanonen die Beschießung der Wiener Burg. General Bertrand eröffnete am 11. Mai 1809 ebenfalls von hier aus mit 20 Haubitzen das Feuer auf die Stadt.